Wir brauchen gar nicht groß drum rumschwätzen, wenn wir marketingmäßig nicht demnächst was unternehmen, dann ist unsere Leadership-Position so schnell am Arsch, so schnell können wir gar nicht gucken. Ich denke, Sie reagieren da ein bisschen über, lieber Kollege. Unser Branding ist nach wie vor hervorragend. Ich sag, dass wir uns ohne eine vernünftige Print- oder TV-Kampagne so schnell von Print- oder TV-Kampagne kann ja überhaupt gar keine Rede mehr sein. Wir leben ja nicht mehr im finsteren Mittelalter. Es haben sich heutzutage ganz neue Marketinginstrumente aufgetan und das ist auch der Grund, warum ich diese Sitzung einberufen habe, dass man das heute mal durchsprechen. Also bei allem Respekt, aber was soll man denn außer Print oder TV anders machen? Meine sehr verehrten Vorstandskollegen, wir werden im Marketing ab sofort brandneue Wege beschreiten. Virales Marketing heißt das große Zauberwort. Ein vollkommen neues Feld. Virales Marketing und was Neues, jetzt mache ich mir aber wirklich gleich in die Hose, das steht doch heutzutage schon in der Bildzeitung. Das ist doch nichts Besonderes mehr, das macht doch wirklich jedes kleine Handwerkerle. Der Unterschied ist bloß, dass wir mehr Kohle haben als das kleine Handwerkerle. Jedes Budget, das man für so einen Hokuspokus ausgibt, ist doch zum Fenster ausgeschmissen. Ich verstehe überhaupt gar nicht, dass Sie auf sowas reinfallen. Mit so einem Hinnendreck, da triggern Sie doch keine einzige Purchase Decision. Also ich hätte das Geld lieber sparen. An Ihrer Stelle hätte ich meinen fetten Arsch nicht auf meine Lorbeere breit hocken. Virales Marketing ist ein absolut machtvolles Werbeinstrument, von dem Sie keine Ahnung haben. Das war ja klar, dass Sie wieder mit Ihrer Besserwisserei kommen, Herr Weder. Das ist wirklich unfassbar, dass Sie glauben, Sie könnten mit Ihrem schwarzen Werbeanzügel hier irgendwo hinterm Ofen vorlocken. Fällt bloß nur, dass Sie einen schwarzen Rollkragenpulli anziehen. Kannst du das gerade bitte nochmal sagen? Jetzt ist genug. Herr Weder, lassen Sie den Mann in Ruhe. Wenn es unbedingt sein muss. Sie streitsüchtiger Grasdackel. Ich sehe mich außerstande, dieser bescheuerten Streiterei hier noch weiter Raum einzuräumen und deswegen treffe ich jetzt eine alleinige Entscheidung. Unser gesamter Werbeetat geht ab sofort ins virale Marketing.